Und schon sehen wir auf der anderen Seite hinunter zum Ochridsee. Im letzten Video hatten wir den Galichica Nationalpark von der mazedonischen Seite des Prespasees zum Ochridsee durchquert. Dort waren wir nach Albanien eingereist, aber nachdem wir unsere Route festgelegt hatten, verließen wir das Land auch gleich wieder. Denn wir haben Tickets für die Kuman-Stausee-Fähre gebucht und wollen davor noch ins Svalbonatal. Und der schnellste Weg dorthin führt wieder durch Nordmazedonien. Entlang des Schwarzen Drins erreichen wir zum zweiten Mal des Tages die albanische Grenze und weil wir nun genug haben, schnappen wir uns den erstbesten Campingplatz. Bevor wir in dieser Folge nun Schlaglöcher zählen und für 200 Kilometer 6 Stunden unterwegs sein werden, genießen wir dort erstmal die echte albanische Gastfreundschaft. Ab in den Süden! Wir fahren nach Griechenland und zwar zu dritt. Alle einsteigen. Wir sind Ola und Gerfried und wir leben die Freiheit, heute noch nicht wissen zu müssen, wo wir morgen aufwachen werden. Im Wohnmobil erkunden wir Europa und verbringen einen guten Teil des Jahres im Camper. Neben Kurztrips machen wir immer wieder auch Langzeitreisen. Denn seit 2020 arbeiten wir ortsunabhängig vom Wohnmobil aus. Neuerdings mit dabei ist Katze Ruby, die nach anfänglichen Zweifeln von der obersteirischen Bauernhofkatze schön langsam zur Weltenbummlerin wird. Da ist unser Campingplatz. Es ist zwar gerade niemand der Betreiber da, aber die Kinder haben uns perfekt eingewiesen mit 5 bis 7 Wörtern Englisch. Hat perfekt funktioniert und es ist, wie ihr seht, nicht ganz leise, liegt direkt an der Straße, aber sonst ziemlich nett. Und jetzt genügt es mal für heute. Wir genießen den Nachmittag und Abend. Die Olli ist schon mit der Ruby unterwegs, wie immer nach Ankunft, und sie unterhält schon die lokalen Omis, die da gespannt eine Katze an der Leine wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben sehen. Ja, so sieht es aus, wenn ein Land vom Tourismus noch nicht verdorben wurde, sondern diesen gerade erst kennenlernt. Albanien in den Bergregionen ist wirklich noch sehr, sehr schön und sehr spannend. Wir haben das schon auf unseren letzten Reisen in Albanien gemerkt, dass es an der Küste jetzt schon in Richtung Kroatien geht. Also die Preise ziehen an, die Leute sind teilweise des Tourismus müde. Es gibt schon noch schöne Stellen, aber an der Küste hat uns Albanien nicht so wirklich fasziniert, denn dazu ähnelt es anderen Regionen an der Adria zu sehr und ist auch schon zu bekannt, zu, ja, überlaufen ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist zumindest kein Geheimtipp mehr. In den Bergregionen ist es noch anders, da fühlen wir uns jedes Mal wohl. Der Campingplatz hier sieht so aus, dass man im Garten einer Familie campt. Absolut toll war der Empfang der Familie. Die waren bei der Arbeit am Feld irgendwo und sind jetzt extra für uns zurückgekommen. Die Kinder hatten sie angerufen und plötzlich waren sie da. Und wir haben dann Kaffee und selbstgebrauten Schnaps bekommen, plus Früchte aus dem Garten. Und das Ganze mit einem sicher dreiviertelstündigen Gespräch mit der Familie. Die haben sich wirklich Zeit für uns genommen. Also hier fühlt man sich nicht wie eine Nummer, wie an vielen anderen großen Campingplätzen, sondern da ist man halt wirklich zu Gast. Das ist noch ein besonderes Erlebnis und wenn man das mag, wenn man das genießen möchte, dann sollte man bald kommen, denn ich denke mal, dass das vielleicht noch 5 bis 10 Jahre so existieren wird. Dann werden die Leute auch hier in den Bergen Tourismus kennengelernt haben und ihre Einstellung etwas ändern. Im Moment aber absolut faszinierend und so wie man es in Europa nur mehr an wenigen Orten erleben kann, schon in Mazedonien,
hat es angefangen, dass uns die Leute zugewunken haben. Die Kinder haben ihre Kollegen angestoßen und auf uns gedeutet und teilweise wurden wir mit dem Smartphone gefilmt. Also wir sind da eine absolute Attraktion und das merkt man dann auch im Gehabe der Leute. Die sind noch wirklich gastfreundlich, freuen sich, wenn jemand zu ihnen in die Gegend kommt und sehen uns definitiv noch nicht als wandelnde Geldbörse, wie das in touristischen Regionen dann leider oft so ist. Wenn ihr Albanien besuchen wollt, macht es eher bald. Jetzt ist es noch wirklich schön im Bergland. Guten Morgen, wir haben gestern viel zu viel gegessen. Denn die Eula hatte gestern Gemüseeintopf gekocht. Es gibt wieder Eintopf und ich bin mal drauf gekommen, dass unsere Töpfe zu klein sind. Wir haben zwar ein neues fancy Jamie Oliver Pfannenset für den Camper gekauft. Das hat sich auch schön bewährt, aber mir fehlt ein riesengroßer Topf, damit ich mehrere Personen einen Topf machen kann. Das müssen wir dann noch ergänzen. Dieser da kommt an seine Grenzen. Ich kann kaum noch umrühren, ohne dass es überläuft. Ich hoffe sehr, dass keiner von euch nach meinem Eintopfrezept fragt, weil es wird immer so Damm nach Pi sehr nach Gefühl gekocht. Es werden die Inhalte vom Kühlschrank untersucht. Das, was verbraucht werden muss, kommt ins Eintopf. Und wir hatten gerade jeweils einen Teller davon verspeist. Da klopft es an unsere Schiebetür und draußen stehen unsere Gastgeber und bringen uns Tomatensalat, Brot, frisch gebacken. Ich habe einen Eintopf gekocht, aber das wäre nicht nötig gewesen, weil unser Gastgeber haben uns was mitgebracht. Ich bin erstaunt. Das schaut auch so gut aus, aber mein Bauch ist schon fast voll. Habe ich schon erwähnt, dass hier die Gastfreundschaft ganz, ganz groß geschrieben wird. Und wir hatten gleich einen zweiten und dritten und vierten Gang. Wer wird das essen? Das war viel zu viel, aber sowas von gastfreundlich. Unglaublich, wir haben fast ein schlechtes Gewissen. Bezahlen durften wir nichts dafür. Dafür hat sich Orla heute Morgen mit der Oma zusammengetan und sie haben Handarbeitstechniken, Weben und Stricken besprochen. Und Orla hat dann eine gewebte Tasche gekauft. Sehr schön gemacht. Und ja, wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt hier. Na, wer von euch, der Albanien noch nicht kennt, hat erwartet, dass das Land so schön ist. Während Euler dann noch mit Ruby spazieren geht, sprechen wir noch ein wenig über Albanien. Über Albanien gibt es viele Vorurteile. Manche davon haben einen wahren Kern, wie zum Beispiel die Mercedes-Dichte. Nach unserem ersten Besuch hier, das war glaube ich 2013, sagte ein Arbeitskollege zu mir, und ich glaube, das war nur halb im Spaß: Aha, in Albanien warst du, na dann findet der nächste Urlaub ja sicher in Somalia statt. Und es mag sein, dass wir über Somalia auch Vorurteile haben, aber Albanien damit zu vergleichen ist einfach lächerlich. Gefährlich? Das ist es aus unserer Sicht überhaupt nicht. Als Tourist hat man keinerlei Probleme. Das Einzige, was wir in dieser Hinsicht zum Besten geben können, ist, dass wir mit kleinen Steinchen beworfen wurden von Horden von Kindern, als wir bei unserem ersten Besuch mit dem Fahrrad unterwegs waren, und mit dem Helm wurden wir ausgelacht. Das war eigentlich alles, was wir an negativen Vorkommnissen zu berichten haben. Auch sonst präsentiert sich Albanien eigentlich ziemlich modern. Die Leute sprechen mehr und mehr Englisch oder andere Fremdsprachen.
Offensichtlich wollte ich euch noch einiges zu Albanien erzählen, aber das Funkmikro war wieder mal dagegen. Also machen wir es kurz. Ja, das mit der Mercedes-Dichte, das stimmt, aber jedes Jahr wird auch das weniger auffällig. Und sonst bleibt noch zu sagen, dass die Straßenverhältnisse weiterhin gemischt sind, auch wenn jedes Jahr weiter ausgebaut wird. Es gibt weiterhin einige Strecken, die man mit einem normalen Wohnmobil nicht befahren kann. Und die, die man befahren kann, können ganz schön mühsam sein, aber das seht ihr dann später noch. Wer sich vorab informiert, findet aber passende Strecken und kommt mit jedem Wohnmobil gut durchs Land und kann sich auf tolle Erlebnisse in einem noch relativ ursprünglichen Land freuen. Wirklich eine schöne Gegend. Und jetzt geht's für uns dann weiter ins Valbonatal. Aber nicht, ohne vorher noch Kontaktdaten mit unseren super freundlichen Gastgebern zu tauschen. Hi. Bei der Abfahrt wurde uns jetzt schon wieder Kaffee angeboten und als wir gesagt haben, danke, aber wir müssen jetzt wirklich fahren, haben wir eine Art Gebäck mit Marmelade bekommen. Also man wird hier umsorgt und es war wirklich schwierig, früh loszukommen. Unseren Aufenthalt haben wir hier wirklich sehr genossen, aber jetzt sind wir unterwegs. Ab ins Valbonatal und wie ihr seht, man kommt nur sehr langsam voran. Die Straßen sind teilweise furchtbar, man fährt Slalom zwischen den Schlaglöchern. Zwischendurch gibt es immer mehr neu asphaltierte Strecken, doch die sollten hier nicht dazu verleiten, zügig dahin zu düsen. Denn hinter jeder Kurve kann ein Hindernis warten oder der neue Asphalt einer Rumpelpiste weichen. Die Hohen Berge bieten bereits hier eine tolle Kulisse und je weiter wir fahren, desto näher kommen sie. Bald schrauben wir uns allmählich in die Höhe, aber weil die Straße auf diesem Abschnitt ziemlich gut ist, liegen wir gut in der Zeit, bis wir dann auf gewisse Hindernisse treffen. Falls du dir denkst, jetzt muss die Fahrerei ja mal ein Ende haben, ja, das dachten wir uns an diesem Tag auch oft. Tatsächlich waren wir an diesem Punkt aber noch keine 100 Kilometer weit gekommen, denn die Fahrt war zwar wunderschön, aber die immer steiler werdende Straße und die vielen Serpentinen forderten ihren Tribut. Und das waren erst die ersten Berge, die wir an diesem Tag überwinden mussten. Die Fotostops halfen natürlich auch nicht, denn wenn man zu viele davon macht, dann können auch gewisse Hindernisse wieder aufholen. Kurze Pause. Man kommt zwar nicht und nicht voran, wir sind jetzt über eine Stunde unterwegs und haben gerade mal 40 Kilometer geschafft, aber seht euch mal die Aussicht an. Sehen wir eine Autokolonne mitten auf der Straße. Wir hoffen, dass es nur ein Fotospot ist, aber es könnte auch ein Unfall oder ein technisches Gebrechen sein und zwar in der Art und Weise, dass niemand vorbeikommt. Es wird spannend.
Wir haben keine Ruhe da. Servus! Wie geht's Ihnen? Gut? Super! Hallo! Hi! Und was war's? Ein Hochzeitsshooting. Eine Hochzeitspartie mit Videograf. Keine Ahnung, was sie genau in der Kurve machen, aber ja, nichts passiert. Und wir wurden noch freundlich gegrüßt in Dialekt. Grüß dich, wie geht's dir? Na gut, hat ein Albaner gefragt. Wie uns ein findiger junger Mann eine Tafel Schokolade abschachert, haben wir leider nicht auf Video, weil die Kamera gerade im Zeitraffermodus lief. Aber man hat ständig herzliche, hier noch ehrlich gemeinte Interaktionen mit der Bevölkerung und fühlt sich einfach willkommen. Ich sag's euch, das ist anstrengend. Deshalb eine kurze Horizontalpause mit Koffein. Wir sind hier an einem Stausee, sieht ganz schön aus. Eine Bergkette haben wir überwunden, aber es kommt noch mindestens eine. 110 Kilometer noch und fast 3 Stunden Fahrt stehen uns bevor. Hier kurz nach der Stadt Kukas vereinigen sich der Weiße und der Schwarze drin und da drin ist generell fast überall aufgestaut, deshalb auch diese Fülle an Stauseen hier in der Region. Wenn man kann, sollte man sich für diese Fahrt mehr als einen Tag Zeit nehmen. Denn es gibt so viele schöne Eindrücke und Erlebnisse und wir sind nach tausenden Schlaglöchern und Serpentinen nur mehr im Kilometerfressmodus. Damit können wir die Fahrt nicht ganz so genießen, wie es die Gegend eigentlich verdienen würde. Straßentechnisch ziemlich gut, aber ziemlich schmal, also vorsichtig und langsam unterwegs sein. Merkt ihr es auch? Dieser Abschnitt zieht sich ziemlich. Zwar ist der Asphalt gut, aber die Straße ist schmal und man muss ständig auf der Hut sein, denn hinter der nächsten Kurve könnte ein Hindernis lauern oder der Asphalt wieder mal kurz weg sein.
Die Landschaft ist zwar schön, aber hier nicht so beeindruckend und so möchte man es irgendwann an diesem Tag einfach nur gerne hinter sich bringen, aber so schnell wird daraus nichts, da kommt noch was. Ein paar Schikanen hat sich die Strecke heute noch für den Endspurt aufgespart. Noch. Es zieht sich wirklich, ihr seht die Straßenverhältnisse, besonders zügig kommt man nicht voran, aber jetzt haben wir es bald, da hinten sehen wir schon den Eingang zum Valbonatal. Angekommen und weil wir Internet brauchen für das heutige Video, gehen wir wieder auf den Campingplatz. Ist hier bei einem Hotel. Wir hoffen, das Ganze ist noch geöffnet, aber sieht ganz gut aus. Was wir im Valbonatal erleben. Nam nam nam. Wir schrauben an der Armatur. Und ob sich die Sonne doch noch blicken lässt, erzählen wir dir beim nächsten Mal. Dann geht's auch weiter zur Kumanfähre. Jetzt geht's los. Wo wir eine tolle Überfahrt genießen. Und anschließend noch einmal ein richtiges Highlight in Sachen Schlaglochzählen vor uns haben. Nur das Wetter meint's nicht mehr gut mit uns. Ob aus unserem Plan mit Pfeff etwas wird, du erfährst es demnächst. Bis dahin, alles Gute.